Im September 1979, 6 Jahre nach Picassos Tod, treffen sich seine Erben in einem Pariser Konferenzraum, um die endgültige Aufteilung festzulegen. Picasso war zu dieser Zeit der berühmteste Maler der Welt. Neben seinen Kindern Maya, Claude und Paloma sind auch seine Enkel Marina und Bernard anwesend. Picasso war im April 1973 gestorben. Da es kein Testament gab, blieb sein Nachlass lange ungeklärt. Welches der Kinder und Enkel aus den verschiedenen Beziehungen wird die unzähligen Werke erben, die er über Jahrzehnte geschaffen hatte? Und wird dieses Erbe die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts beeinflussen? Picasso ist deshalb ein so bemerkenswerter Künstler, weil er über eine so lange Zeit berühmt war. Über Jahrzehnte hinweg war Picasso der Mittelpunkt jeder Unterhaltung über moderne Kunst. Ich glaube, die größte Entdeckung nach seinem Tod bestand darin, dass all die unveröffentlichten Bilder genauso großartig waren wie seine berühmten Gemälde. Das zeichnet einen wahrlich großen Künstler aus. Man kennt seine Werke nie wirklich. In diesem Film wird die Geschichte über Picasso und seine Frauen von denen erzählt, die ihn am besten gekannt haben, um so ein neues Bild vom Künstler und seiner Arbeit zu vermitteln. Picasso saugte einen aus, er war wie ein Kannibale. Einen Tag mit Picasso zu verbringen, war jedes Mal absolut aufregend. Aber eines war immer klar, am Ende des Tages war man völlig erschöpft, auch wenn man sich doch so sehr amüsiert hatte. Er hat einem alle Energie entzogen. Und danach malte er noch die ganze Nacht. Seine ganze Konzentration lag auf seiner Arbeit. Alles andere war eher eine Belustigung. Die Kinder, sie waren sein Amüsement. Im schlimmsten Fall war alles andere nur eine Ablenkung. Als Maler war er außergewöhnlich. Aber zum Menschen Picasso musste man Distanz bewahren, weil man sonst von ihm zerstört wurde. Es war fast ein Automatismus. Sobald er bekam, was er wollte, musste er es kaputt machen. Viel mehr als bei jedem anderen Künstler des 20. Jahrhunderts wurde Picassos Kunst durch seine Beziehungen zu anderen bestimmt. Alles, mit dem er in Berührung kam, wird in seinen Bildern, seinen Radierungen, seinen Skulpturen sichtbar. Das Schönste, das ich je bei Picasso gehört habe, ist von Giacometti. Aus allem, was er berührt, macht er ein Kunstwerk. Picassos Familienverhältnisse waren kompliziert. Er war 2-mal verheiratet und hatte 3 Kinder von seinen Geliebten. Nach französischem Recht sind die Kinder aus unehelichen Beziehungen nicht legitim. Nur Paul, als Sohn seiner ersten Frau Olga Koklova, war sein rechtmäßiger Erbe. Das Verhältnis der Kinder zu ihrem Vater war manchmal schwierig. Picasso wollte sie einerseits sehr nahe bei sich haben. Auf der anderen Seite hielt seine Kunst sie von ihm fern. Seine jüngeren Kinder haben ihren Vater nur selten gesehen, da seine Arbeit und seine zweite Frau Jacqueline sein Leben dominierten. Die unehelichen Kinder Claude, Paloma und Maya konnten sich 1972 auf ein neues Gesetz berufen, wodurch sie zu legitimen Erben wurden. Picasso hat als Künstler erstaunlich viele verschiedene Stilrichtungen eingeschlagen, die sehr oft durch seine Frauen inspiriert wurden. Wenn eine andere Frau in Picassos Leben auftaucht, ändert sich alles für ihn. Der Dichter ändert sich, der Freundeskreis ändert sich, das Haus ändert sich, alles verändert sich mit der Geliebten. Ich konnte das mitverfolgen. Es war faszinierend. Picasso hat seine Perioden strikt eingehalten, sozusagen als Raster seines Schaffens. So hat er sein Leben und seine Werke strukturiert. Viele Werke Picassos sind Abbildungen von Frauen, die er geliebt hat. Einige Titel sind ganz eindeutig. Olga im Sessel, Dora Maar, Jacqueline mit gefalteten Händen. Andere sind weniger offensichtlich. Studie eines weiblichen Kopfes, der Traum, Frau mit gelber Halskette. Für jede Periode, also
Mit jeder neuen Frau schuf er so etwas wie ein Leitmotiv, ähnlich den Leitmotiven Richard Wagners. Jedes Leitmotiv steht für eine bestimmte Person. Mein Leitmotiv blieben immer die Farben Blau und Grün. Normalerweise ist Picasso auf Fragen nach seiner Arbeit nicht eingegangen. Er wollte einfach nicht darüber sprechen. Bei mir war das anders. Wir haben uns zum Beispiel einen Katalog zusammen angesehen und er erklärte mir, wen er porträtiert hatte. Das ist nicht Dora oder nur zum Teil. Da steckt auch ein bisschen Françoise drin. In einigen Bildern hat er in einer Gestalt vier verschiedene Frauen vereint. Ein bisschen von Dora und Nouche Eloa, ein bisschen von der Ehefrau des Fotografen Roland Penrose und von Ines, einem Zimmermädchen. Picasso hat nicht nur seine Ehefrauen und Geliebten gemalt, sondern auch seine Kinder. Mein Vater liebte es, seine Kinder im Blickfeld zu haben. Er hat zum Beispiel nie Bilder von seinen Kindern verkauft. Oder zumindest nur so wenige wie möglich. All seine Arbeiten waren über seine vielen Häuser und Ateliers verteilt. Schloss Vauvenargues, Notre-Dame de Vie, Schloss Bourgelous, Le Fournat in Valoris und La Californie in Cannes. Den Kindern wurde bald klar, dass hier eine richtige Bestandsliste vonnöten war. Für sie selbst, wie auch für die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Wir selbst konnten das nicht machen. Es musste ganz objektiv geschehen. Die Kinder konnten nicht anfangen, jede Kleinigkeit aufzulisten. Also wurde ein Team gebildet. Ich habe darauf gedrungen, dass alles von oben bis unten dokumentiert wird, jedes kleinste Papier abgemessen wird, für die Kunstgeschichte. Darauf habe ich bestanden. Der Auktionator Maurice Reims wurde vom französischen Staat beauftragt, eine Bestandsliste von Picassos Werk und seinem gesamten Besitz aufzustellen. Claude hat diese privaten Filmaufnahmen von La Californie kurz vor Ankunft von Maurice Reims und seinem Team gedreht. Als ich diesen Auftrag annahm, war klar, dass ich alle diese Häuser betreten muss. Ich musste einfach alles darin begutachten, bis zum letzten Staubkörnchen. Denn alles war von ihm berührt worden, von seinen Händen, seinen Blicken. Dadurch erhielt alles auf einmal einen ganz besonderen Wert, selbst die einfachsten Dinge. Ein Stück von einer Zeitung, auf dem er etwas gezeichnet hatte. Dabei ging es weniger um den beträchtlichen materiellen als um den ideellen Wert, als Zeugnis über den Menschen. Das Haus war so, wie er es zuletzt verlassen hatte. Die ausgedrückte Zigarette lag noch im Aschenbecher im großen Atelier. Und jetzt sollten wir dieses Haus betreten, das sicher noch den Geist des Toten beherbergt. Man konnte ihn förmlich spüren, wie er da mitten unter uns auf der Treppe draußen stand. François Bellet hat für Maurice Reims gearbeitet und erinnert sich an das Ausmaß dieses Unterfangens. Ich wollte Auktionator werden. Ich habe 1970 mit 18 Jahren bei Maurice Reims angefangen. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir das bewältigen sollten. Maurice Reims ging davon aus, dass wir 3 Monate brauchen würden, was eigentlich schon eine lange Zeit war. Und dann dauerte es von 1974 bis 1981. La Californie war das Herz seiner Hinterlassenschaft. Das meiste war dort untergebracht, vom Keller bis zur 2. oder 3. Etage. Wir haben alles geordnet. Zuerst die Gemälde, dann die Zeichnungen, die schon fein säuberlich in Kartons einsortiert waren, oder sagen wir, unordentlich sortiert. Die Schätzer zogen dann weiter zur Villa Notre-Dame de Vie oberhalb von Cannes, wo Picasso seine Skulpturen aufbewahrt hatte. Sie fanden dort mehrere hundert. Über die Skulpturen war ich am meisten erstaunt, denn als Bildhauer war er nicht so bekannt. Diese ganze Ansammlung von Skulpturen war absolut bombastisch, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das Untergeschoss habe ich erst nach seinem Tod entdeckt. All seine Skulpturen waren da. Ein wahrer Schatz, wie im Märchen. Die Skulpturen waren nicht die einzige Entdeckung. Das hier sind die ersten Skizzen für sein Meisterwerk Les Demoiselles d'Avignon,
Die Bestandsliste umfasste am Ende 1.885 Bilder, 11.748 Zeichnungen, 1.228 Skulpturen, 2.800 Keramiken und 8 Teppiche. Alle diese Werke geben Einblick in das Leben eines der faszinierendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Wer war Picasso? Pablo Ruiz Picasso liebte die Provokation. Seine intensive Ausstrahlung und sein Charisma werden sicher von wenigen in Frage gestellt. Als ich Picasso zum ersten Mal begegnete, war ich von der immensen Kraft, die von diesem zierlichen Mann ausging, beeindruckt. Vor allem von der südspanischen Idee der Mirada Fuerte, des festen Blicks. Die Leute von Andalusien glauben, dass sie eine Frau allein mit ihren Augen gewinnen können. Bei Picasso hatte man genau diesen Eindruck. Seine Augen hatten eine unglaubliche Ausstrahlung. Picasso hat selten in der Öffentlichkeit gesprochen. Er schämte sich für sein schlechtes Französisch. In diesem Interview von 1966 wurde er gefragt, welches seiner Werke ihm am meisten bedeutet. Wenn Sie wählen müssten, welche Periode oder welches Bild sollte Sie überleben? Das kann ich nicht sagen. Es ist schwierig. Alles ist so sehr mit dem jeweiligen Augenblick, der Zeit und dem Zustand verbunden, in dem wir uns befinden. Das ist etwas sehr Persönliches, wie Memoiren, die man schreibt, wie Tagebücher. Picasso wurde als Genie, als Frauenheld, als Egomane beschrieben. Über seinen Ruf streitet man noch immer. Er ist in der südspanischen Stadt Malaga aufgewachsen. Mit 9 Jahren malte er seine ersten Bilder von Stierkämpfen. Später einmal würde er sich selbst als Minotaurus aus der Mythologie darstellen, halb Mann, halb Stier. Der Stier, der die Frauen begehrt, das Lebenselixier für den Mann und den Künstler. Aus diesen Beziehungen gingen die großartigsten Porträts des 20. Jahrhunderts hervor. Picasso hat die weibliche Form neu erfunden, bis hin zur völligen Abstraktion. Viele dieser Frauen haben darunter ihr Leben lang gelitten. Anhand von Picassos Kunst können wir nun ihre Geschichten erzählen. Paris im Oktober 1900. Für Picasso war L'Or Florentin, genannt Germaine, der erste weibliche Impuls für seine Kunst. Picassos Freund Casachemas hatte sich hoffnungslos in dieses verheiratete Modell verliebt. Als sie ihn in einem Café zurückwies, zog er seinen Revolver. Er verfehlte sie zwar, richtete dann aber die Waffe gegen sich selbst. Picasso war tief betroffen und erzählte seinem Freund Pierre Dex, dass diese Begebenheit zu seiner berühmten blauen Periode geführt hat. Das Erste, was er mir zeigte, waren die Porträts, die er vom Tod seines Freundes Casachemas gemalt hatte. Sie wissen, dass sich Casachemas Anfang 1901 wegen einer Frau umgebracht hat. Auf einem sehen Sie intensive Farben, 2 weitere sind völlig blau. Er sagte, als ich an Casachemas gedacht habe, habe ich angefangen, in Blau zu malen. Picassos blaue Periode dauerte 3 Jahre. Erst die Liebe einer anderen Frau hat ihn von seiner Depression befreit. Bis zum Schluss hat Picasso dieses kleine Porträt auf Pappe einer zarten, hübschen Frau behalten, deren wahre Identität viele Jahre unbekannt war. Heute wissen wir, dass es sich um Madeleine handelt. Ein Modell, das er im Le Lapin Agile, einer Bar inmitten von Montmartre, kennengelernt hatte. Die Bar war ein Treffpunkt für Künstler und Literaten wie Max Jacob und Guillaume Apollinaire. Die Beziehung mit Madeleine hat Picasso zu seiner poetisch-romantischen Rosa-Periode inspiriert. Da wirft Picasso als Harlekin sehnsuchtsvolle Blicke auf Madeleine und das ersehnte Kind. Aber Madeleine entschwand irgendwo in Montmartre und Picasso stürzte sich in eine neue Affäre. Mit 23 lernt er die sinnliche Amélie Long kennen, die jeder nur Fernand nennt.
In ihren Memoiren, verliebt in Picasso, schreibt sie: Seit einiger Zeit treffe ich ihn überall und er schaut mich mit seinen riesigen, tiefgründigen Augen an. Scharf, aber nachdenklich, voll unterdrücktem Verlangen. Sie zieht zu ihm in sein Studio. Picasso besitzt nichts als ein Bettgestell und einen Baumstumpf als Stuhl. Er zeichnet sie ununterbrochen und entwickelt dabei einen afrikanisch anmutenden Stil. 7 Jahre leben sie zusammen. Fernand Olivier ist Picassos Muse, als sich seine Kunst in eine erstaunliche Richtung entwickelt. Die Skizzenbücher, die man in seinem Nachlass entdeckte, enthüllen, dass Fernand ihn zu einer Figur in seinem großartigsten Gemälde jener Zeit inspirierte. Les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon ist das erste kubistische Gemälde. Revolutionär und schockierend. Vor allem das Motiv. Statt einer traditionellen hübschen Mädchengruppe, zum Beispiel an einem Teich oder in einer arkadischen Landschaft, befindet er sich in einem Bordell und malt Prostituierte. Das ist eine völlig andere Vorstellung. Sie zeigt den harschen Alltag. Man kann es spüren, als wäre man direkt in diesem kreativen Moment dabei. Plötzlich scheint er die Bildfläche aufzubrechen. Diese Dimension unterscheidet sich von allem, was Picasso zuvor gemacht hat. Das hat die Leute natürlich schockiert. Fernand ist auch das Modell für eine der ersten Skulpturen Picassos. Aber im Sommer 1909, als Picasso begann, mit kubistischen Landschaften zu experimentieren, entfernten sie sich zunehmend voneinander. Fernand war seine erste wahre Liebe und Muse für einen seiner revolutionärsten Kunststile, den Kubismus. 1912 wurde sie durch ihre Freundin ersetzt, die schlanke und intelligente Eva Guel. Picasso ergriff zusammen mit Eva die Flucht vor der eifersüchtigen Fernand. Sie verbrachten den Sommer 1912 mit dem Maler Georges Braque und seiner Frau im kleinen südfranzösischen Städtchen Sorgues. Picasso und Braque verbanden Freundschaft und künstlerische Ideen. Ihr künstlerischer Austausch sollte den Kubismus prägen. Picasso hat genauso wie Braque in seinen Arbeiten mit Texten und Collagen experimentiert. Dieses Bild heißt »Ich liebe Eva«. Er hat sie auch seine Hübsche genannt, Majoli, nach dem damals sehr populären französischen Lied. Der Erste Weltkrieg beendete die Entwicklung des Kubismus, da Braque und andere Künstler dieser Bewegung eingezogen wurden. Picasso unterlag als Spanier nicht der Wehrpflicht. 1914 erkrankte Eva an Tuberkulose. Auf dem Bild, der Maler und sein Modell, sieht man sie als zerbrechliche Figur neben dem hilflosen Maler. Im Dezember 1915 starb sie und ließ Picasso als einsamen Menschen zurück. Als der Krieg auf Frankreich übergreift, arbeitet Picasso im vornehmen Stadtteil Montparnasse weiter, das voller Soldaten war, die von den Schützengräben kamen. Er lernt den Dichter und Salonlöwen Jean Cocteau kennen. Cocteau lädt Picasso nach Rom ein, um dort für Sergei Diaghilev ein Bühnenbild für das Ballett Parade zu entwerfen. Eine der Tänzerinnen ist die 26-jährige Olga Koklova, eine zurückhaltende junge Frau, die 6 Jahre lang mit Diaghilev liiert gewesen war. Nach wenigen Monaten macht ihr Picasso, jetzt 37 Jahre alt, einen Heiratsantrag. Ihre Hochzeit findet am 12. Juli 1918 statt, als der Krieg in Europa dem Ende zugeht. Sie mieten eine großbürgerliche Wohnung, unter der sich Picassos Atelier befand. Olga macht Picasso mit ihren Freunden Erik Satie, Igor Strawinski und Coco Chanel bekannt. Es
Sie war eine Frau, die in jeder Hinsicht die kulturelle Avantgarde verkörpert hat, durch ihren Beruf und durch ihre Bekanntschaften. Auch Picasso hatte ein großes Interesse daran, mit Menschen befreundet zu sein, die dem beginnenden 20. Jahrhundert mit Visionen begegneten. Olga wollte in die High Society aufsteigen. Für sie war Picasso eine anerkannte Persönlichkeit, mit der sie ihr Leben verbringen wollte. Seine Porträtmalerei wurde neoklassizistisch. Jean Cocteau nannte es Picassos Periode der Herzogin. Picasso selbst hat immer gesagt, seine Werke sind sein Tagebuch, seine Biografie. Seine Frau Olga ist sein Modell. Auch mein Vater wurde schon nach seiner Geburt zum Modell und in den Schaffensprozess integriert. Utilisé comme modèle et intègre sa création. Picasso ist stolz auf ihr erstes Kind Paul. Als Vater stellt er nun seine Familie in das Zentrum seiner Arbeit. Allerdings in einem neuen Stil. Den Riesen. Olga wird verwandelt. Die elegante Tänzerin wird zu einer aufgeblasenen, entrückten Figur. Als sich ihr Verhältnis verschlechtert, wird der Ausdruck für seine Liebe immer merkwürdiger und revolutionärer, wie in Der Kuss. Im Januar 1927 sieht Picasso auf einem Spaziergang durch die Einkaufsstraßen von Paris die 17-jährige Marie-Thérèse Walter durch das Schaufenster eines Kaufhauses. Meine Mutter erschien meinem Vater in vollem Glanz ihrer 17 Jahre. Blond, blaue Augen. Sie ging in das Kaufhaus Galerie Lafayette. Er wartete also, aber sie kam nicht heraus. Meine Mutter wusste nicht, dass sie von ihm beobachtet wurde. Mein Vater sprach eher darüber. Er sagte, ich explodierte fast. Er lächelte mich an, schaute mir in die Augen und sagte, Mademoiselle, Sie haben ein interessantes Gesicht. Ich würde Sie gerne malen. Ich spüre, dass wir Großartiges zusammen vollbringen können. Marie-Thérèse hatte noch nie von Picasso gehört. Aber die beiden begannen sehr bald eine Affäre. In den Ferien in der Bretagne brachte er Marie-Thérèse in einem Hotel und in einer Hütte am gleichen Strand unter. Er hielt seine Geliebte für viele Jahre vor seiner Frau geheim. Die physische Ausstrahlung von Marie-Thérèse inspirierte seine Bilder, seine Skulpturen und sein wachsendes Interesse für die Fotografie. Diese bescheidene junge Frau belebte Picassos kreative Kräfte und stand für eine weitere Veränderung in seiner Kunst. Meine Mutter war kräftig und muskulös. Sie liebte den Sport. Sie hatte eine Figur, die selbst einen Heiligen verführt hätte. Mein Vater erzählte mir immer wieder von den Brüsten meiner Mutter, wie Äpfel. Und so wurde meine Mutter natürlich in völlig neuen Formen und neuen Farben dargestellt. Wenn er arbeitete, war er ein Engel. Er stellte sich auf Zehenspitzen, trat etwas zurück und wenn er zufrieden war, tanzte er. Er war graziös und immer glücklich. Immerzu sagte er zu mir, lach nicht, mach die Augen zu. Im Mai 1930 kaufte Picasso das Schloss Bourgelou nördlich von Paris. Dort verbrachte er viele Wochen. Weg von der Stadt und von Olga. Die ehemaligen Ställe boten ihm zugleich genug Platz, das Gesicht von Marie-Thérèse mit Hilfe der Bildhauerei zu erforschen. Ich verstehe sehr gut, was meinen Vater so faszinierte. In all den Figuren, Zeichnungen, Skulpturen, Radierungen erkenne ich sie wieder. Absolut wunderbar. Picasso war innerlich zerrissen. Er versuchte, sich mit Olga zu versöhnen, indem er sie 1932 nach Bourgelou holte. Aber es war bereits zu spät. Das Wissen über das Verhältnis mit Marie-Thérèse hatte jegliches Vertrauen zerstört. Für Olga war es sehr schwer, die Skulpturen ihrer Rivalin im Haus ansehen zu müssen. Dies ist zugleich die einzig bekannte Filmaufnahme von Olga. Mit der Schwangerschaft von Marie-Thérèse war für Picasso eine Trennung von Olga unvermeidlich geworden.
Er malt ein großartiges Bild über seine bevorstehende Vaterschaft. Er hat vor Glück und Freude geweint. Er sagte, dies sei der glücklichste Augenblick in seinem Leben. Immerzu sagte er, ich lasse mich scheiden. Ich lasse mich scheiden. Picasso hat tatsächlich über viele Jahre versucht, eine Scheidung herbeizuführen. Schließlich gab er auf. Olga übernahm mit ihrem Sohn das Schloss Bourgelou und blieb bis zu ihrem Tod Madame Picasso. Picassos zukünftige Kinder waren also unehelich. Sein erstes war Maria de la Concepción oder Maya, geboren im September 1935. Ich wurde geboren. Aber welchen Namen sollte man mir geben? Ein Mädchen? Es gab für meine Eltern nur eine Antwort, Maria de la Concepción. Wie seine kleine Schwester, die er verloren hatte, als er 11 oder 12 Jahre alt war und um die er noch immer trauerte. Die Bilder, die Picasso nun von Marie-Therese malte, waren die einer Mutter, nicht mehr nackt. Die Mutter aber musste bald einer neuen Geliebten weichen. Picasso lebte für seine Kunst. Aber er erlebte auch den zunehmenden Faschismus in Europa, was tiefe Narben in ihm hinterließ. 1935, im Geburtsjahr seiner Tochter, lernte er auch seine neue Geliebte kennen, Dora Maar. Es war die Zeit, in der Picasso begann, sich politisch zu engagieren. Dora Maar war eine 29-jährige Fotografin, politisch aktiv, bewandert und kunstbegeistert. Die Porträts von Dora Maar spiegeln ihren rebellischen Charakter und die belastete Beziehung wider, aber auch all die Tragik um sie herum. Und wieder führte Picasso ein Doppelleben. Eines mit Dora in Paris und eines mit Marie-Therese und Maya auf dem Land. Er liebte sie beide. Die wilde, knochige Dora und die sanfte, rundliche Marie-Therese. Dora Maar findet für sie beide in Paris ein Atelier im Dachgeschoss. In der Zeit, in der sich der Bürgerkrieg in Spanien ausdehnt, vertieft sich ihre Beziehung. Picasso verurteilt die Gewalt des Faschismus, spendet viel Geld für den Kampf der Republikaner und versucht sich auch künstlerisch einzubringen. Diese Skizzen mit dem Titel Frankos Träume und Lügen nehmen vorweg, was später folgen sollte. Die Bombardierung der nordspanischen Stadt Guernica am 26. April 1937 schockiert Picasso und die ganze Welt. Die Bilder symbolisieren Terror und niedergemetzelte Unschuld. Unter Doras Augen und ihrer Kamera arbeitet Picasso nun voller Energie an einem monumentalen Werk, das er Guernica nennt. Das Gemälde war 8 Meter lang. Es sollte seine ganze Verzweiflung über die spanische Tragödie widerspiegeln. Die Fotos von Dora Maar dokumentieren die rasche Vollendung. Guernica wurde im Juli bei der Weltausstellung 1937 in Paris enthüllt. Anschließend wurde es noch in verschiedenen Ausstellungen präsentiert und blieb dann bis 1981 im New Yorker Museum of Modern Art. Während sich der Zweite Weltkrieg in ganz Europa ausbreitete und Paris besetzt war, beschloss Picasso, dort zu bleiben. Dora war seine Muse in diesen düsteren Jahren. Das Paar vergrub sich in seinem Atelier unter dem Dach. Das ist ihr Körper. Verrenkt, gefoltert, leidvoll. Lobade, das Ständchen, ist Picassos berühmtestes Werk aus der Zeit des Krieges. Das Bild einer Serenade für eine gefangene Frau. Ein Ausdruck des Schreckens durch die Besatzung und des Terrors. Die Befreiung von Paris feiert Picasso zwar mit Marie-Therese und Maya auf ihrem Balkon, zugleich will er aber auch selbst frei sein. Und beide Frauen, Marie-Therese und Dora, werden bald von einer neuen Geliebten in den Hintergrund gedrängt. Ihr Name war Françoise Gillot. Mit ihr wollte Picasso noch einmal ganz von vorne beginnen. Er verlässt Paris und zieht mit Françoise nach Südfrankreich, um alle früheren Beziehungen hinter sich zu lassen. Er erkannte, dass diese selbstsichere junge Frau anders war.
Ich war so etwas wie die siebte Frau von König Blaubart. Blaubart hatte also bereits einen schlechten Ruf. Jeder wusste das. Und er versuchte gar nicht, es zu verbergen. Er war ja 40 Jahre älter als ich und besaß eine Autorität, die mir völlig fehlte. In der ganzen Zeit unserer Beziehung, 10 oder 11 Jahre, behielt ich für ihn immer etwas Geheimnisvolles, wie am ersten Tag. Picasso malte Françoise als blau-grüne Blume, La Femme Fleur. Mit ihr beginnt eine der glücklichsten Perioden in seinem Leben. Die junge Kunststudentin inspirierte ihn zu dieser Darstellung eines Festes. La joie de vivre, Lebensfreude. Françoise, die nackt in einer mediterranen Landschaft tanzt. Das Paar zog recht bald in das Haus La Galoise. Ihr erstes Kind, Claude, wurde 1947 geboren. Wir waren eine reizende kleine Familie in einem einfachen Haus. Alle um mich herum waren immer sehr beschäftigt. Und ich war damit beschäftigt, alle zu beobachten und zu sehen, was sie machten. Zum ersten Mal bin ich Picasso 1951 begegnet. Wir fuhren zu La Galoise, das eher wie ein schäbiges kleines Häuschen wirkt, für den berühmtesten Maler der Welt. Es war so gewöhnlich. Aber das sprach eben auch für Picasso. Er war inzwischen Mitglied der Kommunistischen Partei und wollte daher wie ein Arbeiter leben, ohne Schnickschnack und Shishi. Keine Luxus. Dann gingen wir zu dieser alten, verlassenen Fabrik, wo seine Skulpturen und die meisten seiner Bilder entstanden sind. Mein Vater hatte dieses Gebäude entdeckt, dem er den Namen Le Fournat gab. Man konnte zu Fuß dorthin gehen. So hatte er ein Atelier für die Bildhauerei und zum Malen. Das Atelier für Keramik befand sich in Madura. In beiden verbrachte er viel Zeit. Pablo Picasso, der unermüdliche Erneuerer, wandte sich jetzt einem neuen Material zu, der Keramik. Aber er blieb bei seinem bevorzugten Thema, dem weiblichen Körper. 1949, 2 Jahre nach seiner Geburt, bekam Claude eine kleine Schwester. Ihr Name wurde von einem seiner populärsten Werke inspiriert, der Friedenstaube, die er 1949 dem Internationalen Friedenskongress vermachte. Ich bin zum zweiten Mal nach England gekommen, zum Friedenskongress. Ich hoffe, es wird... Wie bitte? Just als Picassos Taube, auf Spanisch Paloma, zum globalen Friedenssymbol erhoben wird, wird seine Tochter geboren. Paloma ist genau in diesem Augenblick auf die Welt gekommen, verstehen Sie? Es ist ganz normal, dass die Taube ihre Namensgeberin wird. Paloma vergrößerte Picassos Familie und bereicherte sein Tagebuch der Bilder. Endlich konnte er alle seine Kinder bei sich haben. Sein inzwischen 28-jähriger Sohn Paul, aus der Beziehung mit seiner Frau Olga, war seinem Vater am nächsten. Zusammen gingen sie zu Stierkämpfen. Da er nicht in sein geliebtes Spanien reisen durfte, besuchte Picasso zusammen mit Françoise die Stierkämpfe in Arles und Nîmes in Südfrankreich. Eine der Tragödien bestand für Picasso darin, dass er nach 1934 nie wieder nach Spanien zurückkehren konnte. Er liebte Spanien, er sehnte sich danach zurückzukehren, aber es gab keinerlei Möglichkeit. Eine Methode, mit Spanien in Berührung zu kommen, waren die Stierkämpfe. Ich denke, dass Picassos Interesse für Stierkampf und den Kult des Stieres seine Kunst sehr stark geprägt hat. Zu Hause war die unabhängige Françoise für den alternden Stier eine ordentliche Herausforderung. Picasso, der zusehends frustrierter wurde, antwortet mit diesem Bild des Ritters und seinen Knappen.
Damals habe ich es nicht gewusst, aber François Gillot erzählte es mir später. Die Hauptfigur mit der Rüstung, die mit den meisten Stacheln, war sie. Picasso meinte, du bist so kratzbürstig, du gibst niemals nach, deine Stacheln fahren aus, du stehst da wie in einer Rüstung. Er hat meinen Sohn ständig erklärt, jawohl, du bist der Sohn der Frau, die immer Nein sagt. In Wirklichkeit habe ich gar nicht oft Nein gesagt, weil Picasso solche Worte überhaupt nicht leiden konnte. Françoise akzeptierte so gut sie konnte auch die Besuche von Picassos ehemaligen Frauen und Geliebten. Olga zog sogar in ihre Nähe. Bis zu ihrem Tod erhob sie den Anspruch, Madame Picasso zu sein. Alle früheren Frauen waren nicht irgendwie abgelegt. Sie waren da. Und sie waren auch bei uns. Das musste ich ertragen. Und ab 1951 hatte er eine junge Freundin. Das war mir dann zu viel. In dieser Situation wollte ich wieder zu mir selbst finden, meine eigenen Wege gehen mit den Kindern. Daraufhin gab er mir eine absolut unpassende Antwort. Er sagte, einen Mann wie mich verlässt man nicht. Ich sagte darauf, hören Sie, Sie werden schon sehen. Sie hat die Trennung gut verkraftet. Die anderen Frauen dagegen, Dora ist ein bisschen verrückt geworden, Olga, seine Frau, hat unsäglich gelitten. Françoise war die einzige von Picassos Frauen, die diese Erfahrung durchgestanden hat. Picasso war sehr verletzt. Zum ersten Mal wurde er von jemandem verlassen. In der Vergangenheit war immer er es gewesen, der die Frauen verließ. Seine letzte Lebensgefährtin wurde Jacqueline Rock. Sie arbeitete in der örtlichen Keramikwerkstatt und hatte sich erst vor kurzem von ihrem Mann getrennt. Das Paar erwirbt ein Haus in Cannes, La Californie. Da es zugleich Picassos Atelier wird, quillt es vor Kunstwerken bald über. Ich hatte Glück, gerade in dieser Zeit des Übergangs von Françoise zu Jacqueline zugegen zu sein. Ich spürte, dass Picasso von dieser Frau, die sicherlich die letzte Geliebte sein würde, erwartete, dass sie sich für seine Kunst opferte. Und Jacqueline hat daran keinen Zweifel gelassen. Sie würde alles für Picasso tun. Picasso wusste das. Picasso konnte erst wieder heiraten, als Olga starb. Er war bereits fast 80. Jacqueline wurde die zweite Madame Picasso. In seinen letzten Lebensjahren zog sich Picasso in die Zweisamkeit mit Jacqueline zurück, in ihr letztes Zuhause, Notre-Dame-de-Vie. Nur ab und zu empfingen sie Freunde. Seine Kinder sah er nicht. Jacqueline sah ihre Aufgabe darin, Picasso vor all denen zu schützen, die ihn von seiner Kunst ablenken könnten. In seinen 80ern arbeitet er unermüdlich an Versionen seiner berühmtesten Bilder. Der Matador, der Kuss, das Ständchen. Überall stapeln sich die Leinwände. Pablo Picasso war jetzt 91. Immer noch jung im Geiste und neugierig. Aber er spürte, dass sein Ende nahe war. Wir trafen uns Anfang Juli 1972 zu einer letzten Arbeitssitzung. Sie dauerte 3 Stunden. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, es würde ihn zu sehr anstrengen. Aber er zeigte mir Reproduktionen von Sachen, die er 1912, 1913 gemacht hatte. Er war total begeistert, sie wiederzusehen. Es wurde eine wundervolle Sitzung. Am Ende hat er mich in ein kleines Atelier geführt, wo er ein Porträt von sich, das mit den hervortretenden Augen, auf ein Sofa gestellt hat. Und plötzlich verstand ich, dass er wahrscheinlich einen Anfall oder so etwas gehabt haben muss und sich dann im Angesicht des Todes selbst porträtiert hat. Das war der Abschied. Er hat mich direkt hingeführt und mich dort stehen lassen. In seinen letzten Tagen im April 1973 zeichnete er, ans Bett gefesselt, dennoch weiter, mit Jacqueline an seiner Seite. Es war immer das gleiche Ritual.
Gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr stand er auf und rief seinen Sekretär an. Der brachte ihm die Post. An jenem Morgen hat er ihn kurz vor seinem Tod zwischen 7 und 8 Uhr angerufen. Er war schon sehr krank und müde. Er sagte ihm, bringen Sie mir Papier und Stifte. Er begann zu zeichnen. Und so starb er, zeichnend. Ein schöner Tod für ihn. Der Minotaurus lebte nicht mehr. Aber im Leben seiner Frauen würde er weiterhin eine Rolle spielen. Picassos starke Persönlichkeit, seine außergewöhnliche Produktivität, seine Unbeirrbarkeit und seine unersättliche Leidenschaft waren sein Vermächtnis an sie. Die tragischen Schicksale von Marie-Thérèse und Jacqueline bestätigen das. Marie-Thérèse nahm sich im Oktober 1977 das Leben, 4 Jahre nach Picassos Tod. Sie konnte nicht weiterleben ohne ihre große Liebe. Jacqueline Roch hat 1986 eine Picasso-Ausstellung in Madrid organisiert. Niemand wusste, dass sie dies als ihre letzte Hommage an ihren Mann verstand. Am Abend der Eröffnung legte sie sich zu Hause in Notre-Dame-de-Vie ins Bett und drückte den Revolver ab. Was ist nun Picassos Vermächtnis? Wie wird man sich an den Mensch und an den Künstler erinnern? Das gesamte Kunstwerk Picassos ist jetzt von unschätzbarem Wert. Maurice Reims hat den Besitz bereits 1981 auf 1,4 Milliarden Franc geschätzt. Damals eine unvorstellbare Summe. Der tatsächliche Wert lässt sich heute nicht mehr beziffern. Picassos Werke erzielen bei Auktionen immer noch Rekordpreise. Ein Bild von 1932 von Marie-Thérèse wurde bei einer Auktion im Jahre 2010 für 106 Millionen Dollar verkauft. Irgendwie ist es komisch, dass der Staat praktisch den größten Erbteil bekam. Der Staat wurde sozusagen zum erstgeborenen Sohn. Bei der Aufteilung der Sammlung übernahm der französische Staat, der zu Picassos Lebzeiten kein einziges seiner Werke erstanden hatte, 3.800 Kunstwerke als Erbschaftssteuer. Genug, um in Paris das größte Picasso-Museum der Welt zu eröffnen. 1974 wurden Maya, Claude und Paloma als legitime Kinder neben Paul anerkannt. Paul starb im Juni 1975. Seine Kinder Bernard und Marina wurden seine Erben. Das Erbe bedeutet in diesem Fall eine große Verantwortung. Denn mit seinem Tod gehört Picasso nicht mehr einem Menschen. Und wenn es nicht mehr einem Menschen gehört, dann gehört es allen Menschen. Dann gehört es der Welt. Es ist wirklich unglaublich, was geschehen ist. Ich bin einfach sehr glücklich, da zu sein, wo ich bin und am Werk meines Großvaters teilhaben zu können. Das Erbe meines Vaters war für mich etwas Einzigartiges. Es kam mir vor, als hätte ich ein Spielzeug bekommen. Ach, es ist wunderbar. Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt. Aber andererseits war ich auch verstört, weil es mit dem Tod verbunden war und das machte es nicht leicht. Wenn man nachdenkt, weiß man, dass es so gekommen ist, weil Papa nicht mehr lebt. Wann kommt er wieder zurück? Und dann musste ich mir sagen, verdammt, es ist wahr. Er ist tot. Und dann schimpfe ich und schimpfe. Und wenn ein Picasso schimpft, dann ist das nicht zu überhören. Revolutionär und schockierend. Vor allem das Motiv. Statt einer traditionellen hübschen Mädchengruppe, zum Beispiel an einem Teich oder in einer arkadischen Landschaft, befindet er sich in einem Bordell und malt Prostituierte. Das ist eine völlig andere Vorstellung. Sie zeigt den harschen Alltag. Man kann es spüren, als wäre man direkt in diesem kreativen Moment dabei. Plötzlich scheint er die Bildfläche aufzubrechen. Diese Dimension unterscheidet sich von allem, was Picasso zuvor gemacht hat. Das hat die Leute natürlich schockiert. Fernand ist auch das Modell für eine der ersten Skulpturen Picassos.
Aber im Sommer 1909, als Picasso begann, mit kubistischen Landschaften zu experimentieren, entfernten sie sich zunehmend voneinander. Fernand war seine erste wahre Liebe und Muse für einen seiner revolutionärsten Kunststile, den Kubismus. 1912 wurde sie durch ihre Freundin ersetzt, die schlanke und intelligente Eva Güell. Picasso ergriff zusammen mit Eva die Flucht vor der eifersüchtigen Fernand. Sie verbrachten den Sommer 1912 mit dem Maler Georges Braque und seiner Frau im kleinen südfranzösischen Städtchen Sorgues. Picasso und Braque verbanden Freundschaft und künstlerische Ideen. Ihr künstlerischer Austausch sollte den Kubismus prägen. Picasso hat genauso wie Braque in seinen Arbeiten mit Texten und Collagen experimentiert. Dieses Bild heißt »Ich liebe Eva«. Er hat sie auch seine Hübsche genannt, Majolie, nach dem damals sehr populären französischen Lied. Der Erste Weltkrieg beendete die Entwicklung des Kubismus, da Braque und andere Künstler dieser Bewegung eingezogen wurden. Picasso unterlag als Spanier nicht der Wehrpflicht. 1914 erkrankte Eva an Tuberkulose. Auf dem Bild, der Maler und sein Modell, sieht man sie als zerbrechliche Figur neben dem hilflosen Maler. Im Dezember 1915 starb sie und ließ Picasso als einsamen Menschen zurück. Als der Krieg auf Frankreich übergreift, arbeitet Picasso im vornehmen Stadtteil Montparnasse weiter, das voller Soldaten war, die von den Schützengräben kamen. Er lernt den Dichter und Salonlöwen Jean Cocteau kennen. Cocteau lädt Picasso nach Rom ein, um dort für Sergei Diaghilev ein Bühnenbild für das Ballett Parade zu entwerfen. Eine der Tänzerinnen ist die 26-jährige Olga Koklova, eine zurückhaltende junge Frau, die 6 Jahre lang mit Diaghilev liiert gewesen war. Nach wenigen Monaten macht ihr Picasso, jetzt 37 Jahre alt, einen Heiratsantrag. Ihre Hochzeit findet am 12. Juli 1918 statt, als der Krieg in Europa dem Ende zugeht. Sie mieten eine großbürgerliche Wohnung, unter der sich Picassos Atelier befand. Olga macht Picasso mit ihren Freunden Erik Satie, Igor Strawinski und Coco Chanel bekannt. Sie war eine Frau, die in jeder Hinsicht die kulturelle Avantgarde verkörpert hat, durch ihren Beruf und durch ihre Bekanntschaften. Auch Picasso hatte ein großes Interesse daran, mit Menschen befreundet zu sein, die dem beginnenden 20. Jahrhundert mit Visionen. Ändert sich alles für ihn. Der Dichter ändert sich, der Freundeskreis ändert sich, das Haus ändert sich, alles verändert sich mit der Geliebten. Ich konnte das mitverfolgen. Es war faszinierend. Picasso hat seine Perioden strikt eingehalten, sozusagen als Raster seines Schaffens. So hat er sein Leben und seine Werke strukturiert. Viele Werke Picassos sind Abbildungen von Frauen, die er geliebt hat. Einige Titel sind ganz eindeutig. Olga im Sessel, Dora Maar, Jacqueline mit gefalteten Händen. Andere sind weniger offensichtlich. Studie eines weiblichen Kopfes, der Traum, Frau mit gelber Halskette. Für jede Periode, also mit jeder neuen Frau, schuf er so etwas wie ein Leitmotiv, ähnlich den Leitmotiven Richard Wagners. Jedes Leitmotiv steht für eine bestimmte Person. Mein Leitmotiv blieben immer die Farben Blau und Grün.
Normalerweise ist Picasso auf Fragen nach seiner Arbeit nicht eingegangen. Er wollte einfach nicht darüber sprechen. Bei mir war das anders. Wir haben uns zum Beispiel einen Katalog zusammen angesehen und er erklärte mir, wen er porträtiert hatte. Das ist nicht Dora oder nur zum Teil. Da steckt auch ein bisschen Françoise drin. In einigen Bildern hat er in einer Gestalt vier verschiedene Frauen vereint. Ein bisschen von Dora und Nouche Eloire, ein bisschen von der Ehefrau des Fotografen Roland Penrose und von Ines, einem Zimmermädchen. Picasso hat nicht nur seine Ehefrauen und Geliebten gemalt, sondern auch seine Kinder. Mein Vater liebte es, seine Kinder im Blickfeld zu haben. Er hat zum Beispiel nie Bilder von seinen Kindern verkauft. Oder zumindest nur so wenige wie möglich. All seine Arbeiten waren über seine vielen Häuser und Ateliers verteilt. Schloss Vauvenargues, Notre-Dame de Vie, Schloss Bourgelous, Le Fournat in Valoris und La Californie in Cannes. Den Kindern wurde bald klar, dass hier eine richtige Bestandsliste vonnöten war. Für sie selbst, wie auch für die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Wir selbst konnten das nicht machen. Es musste ganz objektiv geschehen. Die Kinder konnten nicht anfangen, jede Kleinigkeit aufzulisten. Also wurde ein Team gebildet. Ich habe darauf gedrungen, dass alles von oben bis unten dokumentiert wird, jedes kleinste Papier abgemessen wird, für die Kunstgeschichte. Darauf habe ich bestanden. Der Auktionator Maurice Reims wurde vom französischen Staat beauftragt, eine Bestandsliste von Picassos Werk und seinem gesamten Besitz aufzustellen. Claude hat diese privaten Filmaufnahmen von La Californie kurz vor Ankunft von Maurice Reims und seinem Team gedreht. Als ich diesen Auftrag annahm, war klar, dass ich alle diese Häuser betreten muss. Ich musste einfach alles darin begutachten, bis zum letzten Staubkörnchen. Denn alles war von ihm berührt worden, von seinen Händen, seinen Blicken. Dadurch erhielt alles auf einmal einen ganz besonderen Wert, selbst die einfachsten Dinge. Ein Stück von einer Zeitung, auf dem er etwas gezeichnet hatte. Dabei ging es weniger um den beträchtlichen materiellen als um den ideellen Wert, als Zeugnis über den Menschen. Das Haus war so, wie er es zuletzt verlassen hatte. Die ausgedrückte Zigarette lag noch im Aschenbecher im großen Atelier. Und jetzt sollten wir dieses Haus betreten. Im September 1979, 6 Jahre nach Picassos Tod, treffen sich seine Erben in einem Pariser Konferenzraum, um die endgültige Aufteilung festzulegen. Picasso war zu dieser Zeit der berühmteste Maler der Welt. Neben seinen Kindern Maya, Claude und Paloma sind auch seine Enkel Marina und Bernard anwesend. Picasso war im April 1973 gestorben. Da es kein Testament gab, blieb sein Nachlass lange ungeklärt. Welches der Kinder und Enkel aus den verschiedenen Beziehungen wird die unzähligen Werke erben, die er über Jahrzehnte geschaffen hatte? Und wird dieses Erbe die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts beeinflussen? Picasso ist deshalb ein so bemerkenswerter Künstler, weil er über eine so lange Zeit berühmt war. Über Jahrzehnte hinweg war Picasso der Mittelpunkt jeder Unterhaltung über moderne Kunst. Ich glaube, die größte Entdeckung nach seinem Tod bestand darin, dass all die unveröffentlichten Bilder genauso großartig waren wie seine berühmten Gemälde. Das zeichnet einen wahrlich großen Künstler aus. Man kennt seine Werke nie wirklich. In diesem Film wird die Geschichte über Picasso und seine Frauen von denen erzählt, die ihn am besten gekannt haben, um so ein neues Bild vom Künstler und seiner Arbeit zu vermitteln. Picasso saugte einen aus. Er war wie ein Kannibale. Einen Tag mit Picasso zu verbringen, war jedes Mal absolut aufregend. Aber eines war immer klar. Am Ende des Tages war man völlig erschöpft, auch wenn man sich doch so sehr amüsiert hatte. Er hat einem alle Energie entzogen. Und danach malte er noch die ganze Nacht. Seine ganze Konzentration lag auf seiner Arbeit. Alles andere war eher eine Belustigung. Die Kinder, sie waren sein Amüsement. Im schlimmsten Fall war alles andere nur eine Ablenkung.
Als Maler war er außergewöhnlich. Aber zum Menschen Picasso musste man Distanz bewahren, weil man sonst von ihm zerstört wurde. Es war fast ein Automatismus. Sobald er bekam, was er wollte, musste er es kaputt machen. Viel mehr als bei jedem anderen Künstler des 20. Jahrhunderts wurde Picassos Kunst durch seine Beziehungen zu anderen bestimmt. Alles, mit dem er in Berührung kam, wird in seinen Bildern, seinen Radierungen, seinen Skulpturen sichtbar. Das Schönste, das ich je bei Picasso gehört habe, ist von Giacometti. Aus allem, was er berührt, macht er ein Kunstwerk. Picassos Familienverhältnisse waren kompliziert. Er war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder von seinen Geliebten. Nach französischem Recht sind die Kinder aus unehelichen Beziehungen nicht legitim. Nur Paul, als Sohn seiner ersten Frau Olga Koklova, war sein rechtmäßiger Erbe. Das Verhältnis der Kinder zu ihrem Vater war manchmal schwierig. Picasso wollte sie einerseits sehr nahe bei sich haben. Auf der anderen Seite hielt seine Kunst sie von ihm fern. Seine jüngeren Kinder haben ihren Vater nur selten gesehen, da seine Arbeit und seine zweite Frau Jacqueline sein Leben dominierten. Die unehelichen Kinder Claude, Paloma und Maya konnten sich 1972 auf ein neues Gesetz berufen, wodurch sie zu legitimen Erben wurden. Picasso hat als Künstler erstaunlich viele verschiedene Stilrichtungen eingeschlagen, die sehr oft durch seine Frauen inspiriert wurden. Wenn eine andere Frau in Picassos Leben auftaucht, das sicher noch den Geist des Toten beherbergt. Man konnte ihn förmlich spüren, wie er da mitten unter uns auf der Treppe draußen stand. François Bellet hat für Maurice Rasch gearbeitet und erinnert sich an das Ausmaß dieses Unterfangens. Ich wollte Auktionator werden. Ich habe 1970 mit 18 Jahren bei Maurice Rance angefangen. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir das bewältigen sollten. Maurice Rance ging davon aus, dass wir 3 Monate brauchen würden, was eigentlich schon eine lange Zeit war. Und dann dauerte es von 1974 bis 1981. La Californie war das Herz seiner Hinterlassenschaft. Das meiste war dort untergebracht, vom Keller bis zur 2. oder 3. Etage. Wir haben alles geordnet. Zuerst die Gemälde, dann die Zeichnungen, die schon fein säuberlich in Kartons einsortiert waren, oder sagen wir, unordentlich sortiert. Die Schätzer zogen dann weiter zur Villa Notre-Dame de Vie oberhalb von Cannes, wo Picasso seine Skulpturen aufbewahrt hatte. Sie fanden dort mehrere hundert. Über die Skulpturen war ich am meisten erstaunt, denn als Bildhauer war er nicht so bekannt. Diese ganze Ansammlung von Skulpturen war absolut bombastisch, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das Untergeschoss habe ich erst nach seinem Tod entdeckt. All seine Skulpturen waren da. Ein wahrer Schatz, wie im Märchen. Die Skulpturen waren nicht die einzige Entdeckung. Das hier sind die ersten Skizzen für sein Meisterwerk Les Demoiselles d'Avignon. Die Bestandsliste umfasste am Ende 1885 Bilder, 11.748 Zeichnungen, 1.228 Skulpturen, 2.800 Keramiken und 8 Teppiche. Alle diese Werke geben Einblick in das Leben eines der faszinierendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Wer war Picasso? Pablo Ruiz Picasso liebte die Provokation. Seine intensive Ausstrahlung und sein Charisma werden sicher von wenigen in Frage gestellt.
Als ich Picasso zum ersten Mal begegnete, war ich von der immensen Kraft, die von diesem zierlichen Mann ausging, beeindruckt. Vor allem von der südspanischen Idee der Mirada Fuerte, des festen Blicks. Die Leute von Andalusien glauben, dass sie eine Frau allein mit ihren Augen gewinnen können. Bei Picasso hatte man genau diesen Eindruck. Seine Augen hatten eine unglaubliche Ausstrahlung. Picasso seemed to have that. One felt the eyes were enormously powerful. Picasso hat selten in der Öffentlichkeit gesprochen. Er schämte sich für sein schlechtes Französisch. In diesem Interview von 1966 wurde er gefragt, welches seiner Werke ihm am meisten bedeutet. Si vous deviez choisir vous-même. Wenn Sie wählen müssten, welche Periode oder welches Bild sollte Sie überleben? Das kann ich nicht sagen. Es ist schwierig. Alles ist so sehr mit dem jeweiligen Augenblick, der Zeit und dem Zustand verbunden, in dem wir uns befinden. Das ist etwas sehr Persönliches, wie Memoiren, die man schreibt, wie Tagebücher. Picasso wurde als Genie, als Frauenheld, als Egomane beschrieben. Über seinen Ruf streitet man noch immer. Er ist in der südspanischen Stadt Malaga aufgewachsen. Mit 9 Jahren malte er seine ersten Bilder von Stierkämpfen. Später einmal würde er sich selbst als Minotaurus aus der Mythologie darstellen, halb Mann, halb Stier. Der Stier, der die Frauen begehrt, das Lebenselixier für den Mann und den Künstler. Aus diesen Beziehungen gingen die großartigsten Porträts des 20. Jahrhunderts hervor. Picasso hat die weibliche Form neu erfunden, bis hin zur völligen Abstraktion. Viele dieser Frauen haben darunter ihr Leben lang gelitten. Anhand von Picassos Kunst können wir nun ihre Geschichten erzählen. Paris im Oktober 1900. Für Picasso war Laure Florentin, genannt Germaine, der erste weibliche Impuls für seine Kunst. Picassos Freund Casachemas hatte sich hoffnungslos in dieses verheiratete Modell verliebt. Als sie ihn in einem Café zurückwies, zog er seinen Revolver. Er verfehlte sie zwar, richtete dann aber die Waffe gegen sich selbst. Picasso war tief betroffen und erzählte seinem Freund Pierre Dex, dass diese Begebenheit zu seiner berühmten blauen Periode geführt hat. Das Erste, was er mir zeigte, waren die Porträts, die er vom Tod seines Freundes Casachemas gemalt hatte. Sie wissen, dass sich Casachemas Anfang 1901 wegen einer Frau umgebracht hat. Auf einem sehen Sie intensive Farben, 2 weitere sind völlig blau. Er sagte, als ich an Casachemas gedacht habe, habe ich angefangen, in Blau zu malen. Picassos blaue Periode dauerte 3 Jahre. Erst die Liebe einer anderen Frau hat ihn von seiner Depression befreit. Bis zum Schluss hat Picasso dieses kleine Porträt auf Pappe einer zarten, hübschen Frau behalten, deren wahre Identität viele Jahre unbekannt war. Heute wissen wir, dass es sich um Madeleine handelt. Ein Modell, das er im Le Lapin Agile, einer Bar inmitten von Montmartre, kennengelernt hatte. Die Bar war ein Treffpunkt für Künstler und Literaten wie Max Jacob und Guillaume Apollinaire. Die Beziehung mit Madeleine hat Picasso zu seiner poetisch-romantischen Rosa-Periode inspiriert. Da wirft Picasso als Harlekin sehnsuchtsvolle Blicke auf Madeleine und das ersehnte Kind. Aber Madeleine entschwand irgendwo in Montmartre und Picasso stürzte sich in eine neue Affäre. Mit 23 lernt er die sinnliche Amélie Long kennen, die jeder nur Fernand nennt. In ihren Memoiren, verliebt in Picasso, schreibt sie: Seit einiger Zeit treffe ich ihn überall und er schaut mich mit seinen riesigen, tiefgründigen Augen an. Scharf, aber nachdenklich, voll unterdrücktem Verlangen. Sie zieht zu ihm in sein Studio. Picasso besitzt nichts als ein Bettgestell und einen Baumstumpf als Stuhl. Er zeichnet sie ununterbrochen und entwickelt dabei einen afrikanisch anmutenden Stil. 7 Jahre leben sie zusammen. Fernand Olivier ist Picassos Muse, als sich seine Kunst in eine erstaunliche Richtung entwickelt. Die Skizzenbücher, die man in seinem Nachlass entdeckte, enthüllen, dass Fernand ihn zu einer Figur in seinem großartigsten Gemälde jener Zeit inspirierte,
Les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon ist das erste kubistische Gemälde.